Ahoi und herzlich willkommen hier beim InstaDriver. Wir testen heute den neuen VW ID.7. Ja, und da gibt es gleich was Spannendes zu berichten, denn der ID.7 kommt mit einem neu entwickelten Antriebsstrang. Das bedeutet, wir haben im ID.7 den leistungsstärksten und drehmomentstärksten Elektromotor, den VW jemals in einem ID eingebaut hat. Bisher war der stärkste Elektromotor ja 150 kW, den es auf einer Achse gab, in einem permanent erregten Synchronmotor. Hier haben wir auf der Hinterachse in einem PSM-Motor 210 kW. Und das wurde erreicht mit mehreren Komponenten. Eines davon ist der Pulswechselrichter, der dafür sorgt, das ist sozusagen das Gehirn und das Herzstück, und der sorgt einfach dafür, der regelt den Energiefluss zwischen Akku und Elektromotor. Das bedeutet, im Akku ist ja DC Gleichstrom, muss in drei Phasen Wechselstrom für den Elektromotor umgewandelt werden, und das macht der Pulswechselrichter. Und desto besser der arbeitet, desto besser ist natürlich dieses ganze System und desto effizienter auch. Also jedes Mal, wenn wir ins Strompedal steigen und runtergehen, also wenn wir beschleunigen und rekuperieren, dann wickelt das dieser Pulswechselrichter ab, weil der ständig eben den Strom von Gleichstrom zu Wechselstrom umwandelt und umgekehrt. Also das ist ein ziemlich spannendes Teil. Und VW hat ganz speziell den auch Software optimiert und so weiter. Also es sollte wirklich gut funktionieren. Wir werden gleich sehen, wie er sich im Verbrauch hier schlägt. Wir haben ja zwei verschiedene Akkugrößen. Also der ID.7 kommt in der Pro-Variante, ID.7 Pro und ID.7 Pro S. In der Pro-Variante wird es den 77 Kilowattstunden großen Netto-Akku geben, den wir schon kennen von vielen weiteren ID-Modellen. In der größeren Akku-Variante, dank größeren Radstand, mehr Platz, haben wir jetzt auch in der Pro S-Variante 85 Kilowattstunden netto. Und das bedeutet, es gibt zwar noch keine offiziellen WLTP-Werte, aber VW meint bis zu 700 Kilometer Reichweite. Spannend. In der 77 Kilowattstunden Akku-Version sollen um die 610 Kilometer laut WLTP drin sein. Aber wir dürfen gespannt sein, wenn wir gleich mal hier losgehen und testen. Aerodynamisch wurde auch sehr viel getan hier. Man merkt das auch gleich, wenn man sich das Design hier ansieht. Natürlich vorne komplett geschlossen, außer hier gibt es natürlich für die Kühlung so ein paar Kühlklappen, die aber geschlossen werden können für dann einen geringeren Verbrauch und höhere Reichweite. Wir sehen hier auf der Seite auch sofort diese Air Curtains. Das heißt, hier kann die Luft, natürlich diese Fahrtluft hier durchströmen, gibt die ganzen Verwirbelungen hier weg, die da im Radkasten und durch die Reifen entstehen, macht eine saubere Luft. Ja, in der Formel 1 kennt ihr vielleicht den Begriff Dirty Air, es ist, wenn die Luft verwirbelt ist. Also sorgt hier für eine schöne, saubere Luft, dass die Luft schön vorbeistreichen kann. Und auch hier der Seitenschweller, wenn man das sieht, ich hoffe, ihr könnt euch das dann mal sehen, wir werden eine eigene Einstellung zeigen, aber das sind gute 7 cm, die der Seitenschweller hier an der Seite hier rauskommt. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Luft hier vom Fahrzeug weggedrückt wird und hier an die Seite kommt und nicht hier versucht, in den Unterboden, in den ganz glatten Unterboden beim Elektroauto reinzugehen, was natürlich aerodynamisch nicht so vorteilhaft wäre. Der nächste Punkt wäre dann hier, wenn die Luft hier auch wieder reinstreicht, ist es ein Problem. Nein, wir wollen die Luft hier wegbekommen, und das machen diese schönen Seitenschweller, die hier ziemlich weit rausstehen. Hier gibt es auch noch die Abrisskante, die sorgt auch noch für eine schöne Aerodynamik. Und hier natürlich ein Diffuser hinten, der auch noch aerodynamisch optimal ist. Und CW-Wert 0,23, das ist stark für diese große Limousine, obere Mittelklasse Limousine, muss man eigentlich zum ID.7 sagen. Wir haben eine Fahrzeuglänge von 4,96 Meter und einen Radstand von fast 3 Meter, also selber Radstand wie beim ID.Buzz. Und es ist durchaus spannend. Schauen wir mal uns den Innenraum an und dann fahren wir ein Stück. So, nehmen wir mal im Fond Platz. Wow, und dann merkt man gleich, hier ist jede Menge Platz. Oh, die Tür geht auch ziemlich schön satt zu. Auch die Materialanmutung, die sehe ich da, die ist hier sehr, sehr fein. Viel hochwertiger als in den bisherigen die Modellen, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt schauen wir uns mal die Beinfreiheit hier im Fond an. Ich bin 1,78 groß, ihr seht, nach oben ist noch gut Platz, aber hier vorne ist richtig viel Platz. Das ist natürlich dank der MEB-Plattform, hier mit längerem Radstand. Reine Elektroplattform sorgt natürlich dafür, dass wir hier auch keinen Kardantunnel mehr haben und jede Menge Platz im Fond haben. Das ist natürlich super, gerade für die Menschen, die hinten drinnen sitzen, und das ist ein wahrer Vorteil. Ich sehe mir das an, das kennt man schon, die so aus dem ID.4 hier.
ist nichts Neues. Schönes Glasdach übrigens. Leider, ich kann euch das noch nicht zeigen. Ihr seht auch, das Auto ist von außen noch gecovert. Aber auf dem Kanal gibt es in den nächsten zwei Wochen hier das Video mit dem uncoverten ID.7. Also jetzt abonnieren, das lohnt sich. So, schauen wir uns mal das Interieur an. Und da fällt einem sofort auf die höhere Materialanmutung. Hier sind alle Materialien schön umschäumt. Ihr seht, das ist richtig gut. Fühlt sich hier sehr angenehm und satt an. Lenkrad ist wie gewohnt, da kann ich euch nichts Neues dazu sagen. Kennt ihr wahrscheinlich schon. Aber diese schöne, dominante, große Mittelkonsole, die gefällt mir gut. Obwohl sie so weit oben und schön groß ist, haben wir trotzdem hier jede Menge Luft und Platz darunter. Dank des MB-Baukastens natürlich. Wir sparen uns hier den Kardantunnel und haben dann doch jede Menge Staufläche hier. Und natürlich eine schöne, große Mittelarmlehne, die in so einem Fahrzeug meines Erachtens richtig gut passt. Ich mag das, in so einer Limousine zu sitzen und eine schöne Mittelkonsole zu haben. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich finde, das passt hier perfekt. Die auch jede Menge Stauraum bietet. Ja? Für Telefon, alles mögliche hier. Cupholder natürlich, das ist der Schlüssel. Natürlich kennt ihr schon ID.4, ID.3. Sieht auch genau gleich aus im ID.7. Und ich finde auch, es ist schön aufgeräumt. So, wenn das hier so geschlossen wird, sieht ziemlich gut aus. Wir haben hier auch noch ein schönes, tiefes, großzügiges Fach, das sich auch sehr gut und hochwertig anfühlt. Aber kommen wir mal ganz kurz zu den Lüftungsdüsen. Ihr seht, hier sind keine klassischen Lüftungsdüsen mehr verbaut, sondern VW hat jetzt hier auch so intelligente Lüftungsdüsen mit speziellen vertikalen und horizontalen kleinen Elektromotoren, die hier, oder Ventilatoren muss man eigentlich sagen, die hier die Luft nicht einfach nur rausblasen und mir ins Gesicht unangenehm reinblasen, sondern die Luft vorher verfächern. Das bedeutet, ich bekomme hier einen ganz schönen, angenehmen Luftaustausch ins Auto und einer hat nie das Gefühl, dass ich hier irgendwie stark angeblasen werde. VW war ja damals auch im Phaeton Vorreiter und hat dieser Klimatisierung hier etabliert und setzt jetzt damit im ID.7 nochmal neue Maßstäbe. Und das finde ich ganz gut. Ich bin vorher schon herumgefahren und finde diese Klimaanlage, die ist wirklich, wirklich gut gelöst. Schauen wir uns mal die Displays an. Wir haben hier jetzt serienmäßig ein 15 Zoll großes Display, das natürlich auch mir viel aufgeräumter vorkommt als bisher. VW hat hier irgendwas verbessert. Wir sehen das gleich. Hier ist die ID-Software 4.0 oben am Home-Button. Kann ich euch mal zeigen, hier natürlich die wichtigsten Informationen wie Navi, Radio, Laden und dann hier diese so eine Art Widget, wie man es auch vom Smartphone kennt, mit den wichtigsten Meldungen und Shortcuts. Wenn wir hier auf Laden drücken, ihr seht schon, da wirkt es viel aufgeräumter als bisher. Wir haben bei dem Fahrzeug die allerwichtigsten Einstellungen hier mit dabei, können hier natürlich unser Ladelimit sehr schön auch einstellen. Und jede Menge andere Features, ich zeige euch da gleich mehr dazu. Jetzt möchte ich darauf eingehen, dass wir hier ja, nur noch ein ganz kleines Display haben. Also es ist weniger groß als bei den anderen LED-Modellen, aber dafür, mein VW, gibt es jetzt serienmäßig auch das Head-Up-Display mit Augmented Reality, das auch sehr, sehr großzügig ausgefallen ist. Ihr könnt das jetzt zwar leider hier nicht sehen, aber ich blende euch da vielleicht ein paar Animationen rein. Denn ihr seht, man bekommt durch dieses Augmented Reality Display und das Head-Up Display alle wichtigen Informationen direkt in die Scheibe reinprojiziert und auf das Fahrfeld. Und das macht natürlich beim Fahren einen richtigen Unterschied, weil es sicherer ist und man den Blick nicht abwenden muss von der Straße und ist einfach auch komfortabler auf lange Sicht. Deswegen reicht hier so ein schön integriertes kleines Display. Das finde ich sehr schön gelöst, ist durchaus spannend. Der Schalthebel befindet sich hier, also vielleicht manche kennen das aus dem ID.Buzz, dieses Satellitenelement, das ja beim ID.3 und ID.4, ID.5 hier oben sich befindet, beim Display ist hier heruntergewandert, nämlich auf das Lenkrad als Lenkwahlhebel hier, der so durch so einen Wippen hier betätigt werden kann in Retourgang und neutral und auch Parkposition hier. Also ja, alles in allem gefällt mir der Innenraum sehr gut. Die Sitze sind sehr bequem. Da hat VW ja schon in den anderen ID-Modellen gute Arbeit geleistet. Ihr seht wieder hier auch sehr schön mit dem ID. Also die Sitze, das können sie auf jeden Fall. Und die dürfen wir auch schon zeigen, im Gegensatz zu den hinteren. Ja, ansonsten ist hier nicht irgendetwas, was ich euch noch zeigen müsste, so auf die Schnelle. Ich hätte gesagt, ich zeige euch noch ganz kurz ein Walkthrough durch das Infotainment-System und dann fahren wir eine Runde. So, Infotainment. Beim Display fällt einem sofort auf, diese untere Leiste mit der Lautstärke und mit den Klimaeinstellungen hier, die ist nun endlich beleuchtet. Das finden wir gut.
Hier ist es natürlich viel aufgeräumter jetzt. Wir haben da auch die Ladeeinstellungen, dann sieht man es sofort hier ganz schön, dass es hier alles aufgeräumter wirkt. In unseren Einstellungen, so sieht das Menü hier aus im ID.7. Wenn wir mal auf Navigation gehen und uns mal InstaDrive ansehen und die Navigation anschauen, dann sieht man auch sofort, ah ja, InstaDrive gibt es hier natürlich in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Frankreich jetzt auch schon. InstaDrive ist eine All-Inclusive-Lösung mit einem Fixpreis im Monat, mit allem inkludiert, also ein Rundum-Sorglos-Paket mit 8-fach Bereifung, die Anmeldung, Vollkaskoversicherung ist alles mit drin. Einen günstigen Preis und ihr müsst euch um nichts mehr Sorgen machen. Schaut mal unter diesem Link, da könnt ihr euch ein Angebot holen zu dem Fahrzeug eurer Wahl. So, jetzt schauen wir mal nach Deutschland. Ist ein weiter Weg hier. Wir sind in Alicante, Spanien und schauen wir mal, ob er das jetzt hier schafft. Zwischenziel, nein, starten, neues Ziel, Route berechnen. Schauen wir mal, wie schnell er ist. Das war schnell. Ihr seht, die Route ist komplett durchgerechnet mit allen Ladestops, die wir hier machen müssen. Es sind 2371 Kilometer, also doch ein Stück. Und das wären die geplanten Ladestops, die wir hier einlegen müssten. Ihr seht, VW löst die Ladeplanung mittlerweile richtig gut. Ihr seht, um wie viel Uhr ihr dort ankommt, wie viel Restkapazität ihr habt, wie lange ihr laden müsst und die ganze Fahrzeit hier. Also das hat VW mittlerweile richtig gut gelöst mit der Ladeplanung, da sind sie stark. Wenn wir weitersehen, was gibt es noch? App-Konnektivität, natürlich Android Auto und Apple CarPlay, sollte hier auch drauf sein. Und Ambientebeleuchtung gibt es hier 10 verschiedene Beleuchtungssysteme mit Aufpreis, glaube ich, auch noch sogar 30. Also man kann hier seiner Kreativität freien Lauf lassen. Und hier sind auch so voreingestellte Auswahlmöglichkeiten. Also das finden wir ganz schön. Vitalität, Euphoria, Desire, Eternity. Also schöne Begriffe sind hier auch gewählt worden. So, intelligente Klimaanlage funktioniert im Prinzip so. Wir machen einen Sprachbefehl und sagen direkt, was wir wollen. Meine Hände sind kalt. Okay, vorn werden die Hände gewärmt. Und das Tolle ist jetzt dann, das Auto schaltet die Lenkradheizung an, plus auch diese Lüftungsdüsen, die dann ganz genau hierher blasen und meine Hände wärmen. Und das finde ich schön, gerade im Winter oder auch im Sommer, wenn es irgendwo zu kalt ist, kann man direkt Befehle sagen, Füße wärmen, vielleicht sogar Kopf wärmen, wenn man zu kalt ist oder zu warm ist. Also finde ich schon eine schöne Sache und das Ganze funktioniert mit Sprachbefehl ziemlich gut. Klima aus. Alles klar. Ja, auch wenn er hier oben nicht oft richtig hinschreibt, das Klimahaus will, dann macht er trotzdem aber die Klima aus. Also das finden wir gut. So, Fahrprofile. Das Schöne ist, wir kommen aber gleich zum Fahren. Wir haben hier ja das DCC adaptive Fahrwerk. Dazu komme ich gleich, das können wir hier verstellen. Aber ihr seht schon, das kennen die meisten von Volkswagen mittlerweile, diese schönen Fahrmodi hier, schön visualisiert auch. Muss ich natürlich die Zündung starten. Aber das schauen wir uns dann gleich mal näher an, wenn wir mal mit dem ID.7 unterwegs sind. Die Sitze sind natürlich auch in so einer gehobenen Mittelklasse wichtig, weil wir damit eher Langstrecke tendieren zu fahren und das kann der ID.7 mit der größeren Batterie, haben wir gehört, vielleicht bis zu 700 Kilometer WLTP-Reichweite. Dazu werden wir noch mehr später was erfahren, nicht in diesem Video, aber in Zukunft. Wir haben auch Premium-Features hier tatsächlich in der Mittelklasse. Wir haben eine komplette Massagefunktion, wir haben aber auch komplettes Sitzklima. Das bedeutet, wir können hier die Sitze beheizen, aber auch kühlen. Plus wir haben hier einen Feuchtigkeitssensor. Das heißt, wenn das Auto merkt, wir schwitzen hinten, dann reguliert es den Sitz so, dass wir hier nicht mehr schwitzen müssen. Und das sind halt tatsächlich richtige Premium-Features, die hier im ID.7 verfügbar sind. Natürlich im extra Sitzpaket, also ist aufpreispflichtig, aber dennoch cool, dass man die Möglichkeit hat. Was gibt es noch? Schauen wir uns das mal hier ganz kurz an. Spotify hier mit drin. Spiele. Was finden wir hier drin? So eine kleine Spielebox. Seht euch das mal an. Schach, Solitär, Sudoku, Memo-Deck und vieles weitere. Ansonsten war das mal, würde ich sagen, der erste Walkthrough, den es hier gibt. Finde ich spannend. Ich habe das Gefühl, das System gefällt mir richtig gut. Ich finde auch schön, dass das Display so groß ist und hier schön in der Mitte sitzt. Und jetzt fahren wir mal eine Runde. Und dann fahren wir jetzt mal eine Runde. Und ja, man merkt sofort, durch den langen Radstand haben wir eine sehr schöne Laufruhe. Aber auch die Dämpfung macht eine richtig gute Arbeit, habe ich das Gefühl. Wir haben ja hier
ein neu entwickeltes DCC-Fahrwerk oder überarbeitetes DCC-Fahrwerk. Die, die das von VW schon kennen, die wissen, es ist ein adaptives Fahrwerk, das auch während der Fahrt, wenn wir Beschleunigungs-, Brems- oder Kurvenverhalten hier Bewegungen haben, sofort nachreguliert. Aber wir können auch aktiv natürlich hier durch die verschiedenen Fahrmodi das Fahrwerk beeinflussen und sagen, wir wollen es härter oder weicher haben. Das Ganze, so ein adaptives Fahrwerk, ist natürlich schön, weil es eine schöne Spreizung zwischen Komfort und auch Agilität und Sportlichkeit darstellen kann, also abbilden kann, beziehungsweise auch wir spüren einfach beim Fahrverhalten. Und das macht schon einen Unterschied. Gerade wenn man einen langen Radstand hat, will man ja nicht haben, dass das Fahrzeug irgendwie träge wird, und da braucht man ein gutes Fahrwerk dazu. Und die Kurven sind sehr leicht zu fahren. Ihr seht das hier, ich kann das mit einem Finger hier, sehr schöne weite Kurven hier lenken, und er sitzt wirklich sehr schön auf der Straße, satt. Die Lenkung, wir haben auch hier eine überarbeitete Progressivlenkung, die auch eine gute Arbeit macht. Das ist wie gewohnt bei VW ein sehr linearer Lenkweg. Wir haben ab dem Mittelweg dann doch eine sehr direkte Lenkung, und das Fahrverhalten ist spitze. Also es ist, wir haben hier ein fast 5 Meter langes Auto, und der fährt sich so agil wie ein Kompaktwagen. Also es ist sehr schön gelöst. Auch jetzt sieht man vielleicht sogar mehr noch diese Ambientbeleuchtung, die durchkommt. Habe ich jetzt in gelb eingestellt. Ja, vielleicht könnt ihr auch hören, wie leise es ist tatsächlich, bis auf das Gepiepse da, das die ganze Zeit kommt, aber ich fahre einfach viel zu schnell, das ist das Thema. Elektromotor 210 kW verleitet natürlich zum Schnellfahren, weil diese Beschleunigung hier ist einfach auch durch dieses starke Drehmoment von 500, ich glaube es sind 545 Newtonmeter, die hier richtig schön andrücken. Und hier ist tatsächlich nur 40 erlaubt, obwohl wir hier sehr schöne Serpentinen hier den Berg hinauf haben, aber sich daran zu halten ist schwierig mit dem ID.7, weil es einfach Spaß macht, ein Elektroauto zu bewegen. So, jetzt sollte ich mich aber wirklich hier anstrengen. Okay. So, Verbrauchsmessung hier bergauf ist natürlich nicht ideal, merke ich gerade. Macht nicht viel Sinn. Ich sollte hier das nochmal zurücksetzen, aber so gerade Strecken gibt es ja nicht. Also ich muss euch leider enttäuschen, mit Verbrauchmessung wird es heute nicht. Das müssen wir ein anderes Mal nachholen. Aber ich bin vorher schon eine längere Strecke gefahren und habe zwar nicht aktiv gestoppt vom Verbrauch her, aber habe gesehen, dass er doch weniger verbraucht als vom Gefühl her, habe ich das zumindest als ältere ID-Modelle. Und könnte mir durchaus erhoffen, dass er die 700 Kilometer zumindest mal laut WLTP schaffen wird. Ziehen wir 20% dann davon ab, dann haben wir so in etwa die reale Reichweite. Und ihr seht schon hier schön, wir sind in Alicante, und es ist natürlich fantastisch hier. Jetzt Sonnenuntergang, sehr schöne Stimmung gerade. Ja, also mit einem Elektroauto macht das natürlich dann noch mehr Spaß, da es viel romantischer ist. Hört mal, wie leise. Romantik. Okay, ja, also er fährt sich gut, der ID.7. Muss man sagen, gerade das Kurvenverhalten ist für mich sehr ansprechend, gefällt mir gut. Schauen wir uns das Fazit an. Ja, ich muss sagen, der erste Eindruck gefällt mir sehr gut. Das Fahrverhalten hat mir jetzt ganz besonders gefallen. Schauen wir uns mal noch ganz kurz den Ladeanschluss an. Der ist nämlich hier rechts hinten. Und ihr seht schon, der geht anders auf als bei anderen Modellen. Der klappt nämlich nach oben weg. Wir haben hier auch bei der zwei unterschiedliche Ladeleistungen. Bei der Pro-Variante gibt es 170 kW, die wir auch schon von anderen ID-Modellen kennen. Aber bei der Pro-S-Variante wird es sogar 200 kW Ladeleistung geben. Und das ist natürlich super, sorgt natürlich für eine kürzere Ladezeit. Auch der Einschlagwinkel bzw. dann der Wendekreis des Fahrzeugs hat mich richtig beeindruckt, wie ich hier eingeparkt habe. Also ich glaube, es ist ein starker Wendekreis. Ich darf euch nur die genauen Daten noch nicht sagen, aber ich kann euch schon mal verraten, der Wendekreis, der ist phänomenal. Vielleicht nicht ganz so phänomenal wie im ID.3, aber ich glaube, er kommt ziemlich gut hin. Ja, im nächsten Video wird es natürlich hier mehr Infos dazu geben. Was sagt ihr zum neuen ID.7? Wie gefällt er euch? Mit dieser
komischen Folierung, kann man noch nicht richtig sagen, aber wartet ab. Wir bringen bald hier auf diesem Kanal, wie gesagt, 1 bis maximal 2 Wochen, dann kommt hier ein Video Uncovered ID7, dann seht ihr, wie der aussieht und ich freue mich, euch schon dieses Video zu zeigen. Aber ansonsten schreibt mal dazu, was ihr zu den ersten technischen Daten sagt und was ihr natürlich zum Innenraum sagt und dem Fahrverhalten bzw. von dem, was ich euch vermitteln konnte. Ansonsten, ihr wisst ja, beim InstaDriver gibt es jede Menge Elektroauto-News, wir haben Lieferzeiten, wir haben Verbrauchswerte und vieles, vieles weitere. Also abonniert jetzt den Kanal, wenn ihr Videos über Elektroautos sehen wollt. Und ich bin Mate für euch, Matthias, für euch voll elektrisch unterwegs. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!